Willkommen, liebe Zuschauer, zu Börse Live am Freitagabend. Ja, einige Konzerne haben in dieser Woche Zahlen vorgelegt. Darüber sprechen wir gleich in der Sendung mit Samir Boyadan von wolkentrader.de. Aber auch beim DAX ist einiges passiert heute. Wer jetzt im Moment da steht, weiß Mick Knauf in Frankfurt. Jetzt ging es noch mal ein bisschen rauf. Warum denn, Mick? Ja, 7.708, das war das, was ich heute Mittag schon leicht prognostizieren konnte, weil ich gesagt habe, okay, wenn wir dann bessere Daten bekommen aus den Vereinigten Staaten als bislang angenommen, dann hätten wir die Möglichkeit, zumindest mal die 7.700er zurückzuholen. Ja, und wir hatten einen besseren ISM-Index, das heißt Daten aus der Industrieproduktion in den Vereinigten Staaten. Und das hat natürlich geholfen, muss man ganz klar sagen. Was natürlich nicht hilft, ist auch die etwas, unveränderte Situation zwischen Demokraten und Republikanern halt eben in den Vereinigten Staaten. Barack Obama braucht heute Nacht bis 00 Uhr oder 23.59 Uhr unserer Zeit ganz klar natürlich eine Entscheidung, weil ansonsten greifen hier Mechanismen, die letztlich dazu führen, dass halt eben hier 80 bis 85 Milliarden Dollar nicht zur Verfügung mehr stehen werden. Und das kann eigentlich die Wirtschaft, die Konjunktur in den Vereinigten Staaten überhaupt nicht gebrauchen. Aber vielleicht gelingt es ja den Amerikanern, wie so manches Mal, wie so häufig, tatsächlich in allerletzter Sekunde hier dann doch nochmal zu punkten. Der Leitindex, wir gehen jetzt raus bei 7.700 und circa 15 Punkten. Das heißt 50 Punkte, die wir heute dann doch nochmal verlieren. Aber es hat schon wesentlich, wesentlich schlimmer heute ausgesehen. Ja, immerhin ein kleiner Lichtblick. Man muss das Ganze auch positiv sehen. Schauen wir uns mal die größten Gewinne an. Da ist auch einiges positiv, zumindest ja, kleine grüne Vorzeichen. Ja, die haben wir tatsächlich, wenn wir mal draufschauen auf die größten Gewinner, auf die Tops und auf die Flops. Ja, wir haben ein bisschen was von Analystenratings gehabt. Die haben allerdings heute nicht so richtig beflügelt. Wir sehen aber RWE, Merck, SAP, Longsess und Adidas. Ja, die RWE halt eben mal wieder mit charttechnischer Gegenreaktion. Merck, Nachrichten los. Die Waldorfer SAP konnten punkten. Longsess, Adidas ist auch nachrichtenmäßig nicht allzu viel passiert. Schauen wir mal nach unten. Da sehen wir dann die Deutsche Bank. Ja, und da haben wir Analystenratings, nämlich Goldman Sachs. Und da sind die Analysten sehr rigide und sagen, nein, nur das Kursziel nur noch 37,40 Euro. Gut, kann man sagen, da liegt die Aktie drüber, aber wenn man weiß, dass das alte Kursziel bei 47 Euro lag, dann ist das schon ein herber Unterschied. ThyssenKrupp, ja, da hören wir von Razzien durchs Kartellamt, da hört man ganz klar, dass der Verdacht vorliegen soll, illegale Preisabsprachen beim Thema Stahl für die Automobilbranche getätigt zu haben. Das passt natürlich überhaupt nicht. Volkswagen heute mit Gewinn mit Namen BMW, Deutsche Telekom, ja, Deutsche Telekom, haben wir ja am Donnerstag Zahlen präsentiert bekommen, noch von René Obermann, dem scheidenden Vorstandsvorsitzenden. Über 7 Milliarden Dollar muss man hier abschreiben auf halt eben T-Mobile USA. Gut, das war letztlich bekannt, aber trotzdem hat es natürlich nicht so richtig gut getan und an die Dividende will man ja auch nochmal dran. Also muss man mal abwarten, wie es bei der Deutschen Telekom weitergeht. Aktueller Kurs 8,11 Euro. Dankeschön, Mick Knauf nach Frankfurt. Gerne. Wir haben es gerade gesehen, ThyssenKrupp heute ziemlich unter Druck. Das Unternehmen hat in der letzten Zeit hier einen Hang zu schlechten Nachrichten gehabt. Jetzt ist die Tochter der Stahlkonzern ins Visier des Bundeskartellamts geraten. Mal wieder muss man sagen, was ist da eigentlich gerade los beim Stahlkonzern? Viola Grebe hat die Antwort. ThyssenKrupp muss sich aktuell mit dem Vorwurf illegaler Absprachen bei Stahl für die Autobranche auseinandersetzen. Das Bundeskartellamt hat am Donnerstag Geschäftsräume der europäischen Stahlsparte in Duisburg durchsucht. Es ist nicht das erste Mal, dass ThyssenKrupp in den Fokus der Kartellwächter gerät. Unter anderem musste der Stahlkonzern im vergangenen Jahr wegen illegaler Absprachen im Schienengeschäft 100 Millionen Euro Strafe zahlen. Konzernchef Heinrich Hiesinger kündigte zuletzt einen umfassenden Wandel in der Führungskultur bei ThyssenKrupp an. Dabei will man hart durchgreifen. Nun sind die unerlaubten Absprachen nicht das einzige Problem des Stahlriesen. Man hat die ungeliebten Stahlwerke in Übersee immer noch nicht verkauft. Diese hatten sich in der Vergangenheit zu Milliardengräbern entwickelt. Zumindest an dieser Baustelle scheint es voranzugehen. Die Angebote für die Stahlwerke in Brasilien und den USA sollen nun einlaufen, wie das Unternehmen mitteilte. Nach einem schnellen Verkauf der Sorgenkinder sieht es dennoch nicht aus, denn die Angebote müssen nun erst einmal analysiert werden. Der Markt wartet schon länger auf eine Lösung bei den Problemstahlwerken. Generell hatte ThyssenKrupp in der letzten Zeit mit einer Krise der gesamten Stahlindustrie zu kämpfen. Bei der Jahresbilanz für das Geschäftsjahr 2011-2012 musste der Stahlkonzern mit einem Verlust von 5 Milliarden Euro den höchsten Fehlbetrag der Firmengeschichte verkünden.
Der Chiphersteller Infineon hat den Vertrag von Finanzvorstand Dominic Assam vorzeitig verlängert. Assam bleibt weitere 5 Jahre im Amt, teilte der Konzern heute mit. Das habe der Aufsichtsrat auf seiner Sitzung im Anschluss an die Hauptversammlung einstimmig beschlossen. Assam war zum 1. Januar 2011 in das Amt berufen worden. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis zum Jahresende. Mit der Verlängerung bleibt der Manager jetzt bis zum 31. Dezember 2018 bei Infineon. Metro kürzt die Dividende. Grund dafür ist der Gewinnrückgang im Jahr 2012. Metro will je Stammaktie 1 Euro und je Vorzugsaktie 1,06 Euro ausschütten. Im Jahr zuvor hatte der Konzern noch 1,35 für die Stämme und 1,49 für die Vorzüge gezahlt. Experten hatten mit einer konstanten Ausschüttungsquote gerechnet, die Aktie darum auch heute im roten Bereich. Und Freenet steigert den operativen Gewinn um 6% auf 358 Millionen Euro. Unterm Strich bleiben mit 173 Millionen Euro sogar 20% mehr übrig als im vergangenen Jahr. Der Umsatz ging dagegen leicht zurück, hier ein Minus von 5% und es geht runter auf 3,1 Milliarden Euro. Das war aber nicht so stark wie zuletzt erwartet. Freenet hat sich konsequent von margenschwachen Bereichen getrennt, wie zum Beispiel dem Verkauf von Hardware. Freenet will für das abgelaufene Jahr 50-75% des Geldzuflusses an die Aktionäre ausschütten. Bislang waren 40-60% angestrebt. Gegenüber dem deutschen Anlegerfernsehen wollte Freenet aber nicht bestätigen, dass die Dividende angehoben wird. Ja, wie schon erwähnt, einige Unternehmen haben die Bücher geöffnet. Wir schauen jetzt mal auf die wichtigsten. Ich begrüße zur charttechnischen Analyse Samir Boyadan von wolkentrader.de. Er arbeitet auch mit der japanischen Trendfolgemethode Ishimoku. Herr Boyadan, schauen wir zuerst mal auf den DAX. Eine turbulente Woche für den DAX. Wie geht's denn jetzt weiter? Ja, wunderschönen guten Abend, Frau Oltersdorf, und wunderschönen guten Abend, liebe Trader-Gemeinschaft. Ja, Sie sagten das schon, Trendfolger. Aber wenn wir uns das ganz große Bild anschauen in den letzten Handelstagen, man darf hier eines nicht vergessen. Am 2.1.2013, sprich der erste Handelstag, hatte der DAX knapp bei 7.700 Punkte eröffnet und sein Hochpunkt in diesem Jahr knapp bei 7.870 und sein Tiefpunkt knapp bei 7.530 platziert. Das heißt, wir bewegen uns jetzt seit 2 Monaten auf dieser gleichen Range irgendwo zwischen 7.700 als Durchschnittswert und es geht weder aufwärts noch abwärts und das ist alles andere als einfach, um nicht zu sagen, es geht mir einfach mächtig auf den Senkel, wenn man das so formulieren möchte. Auch das sei mal erlaubt zu sagen, weil die Situation einfach nur grauenhaft ist, wenn man sich alleine den Stundenchart hier anschaut, welche Volatilität wir haben. Also man hat wirklich das Gefühl, dass hier wirklich sogenannte Stop-Maschinen unterwegs sind, wo man, egal wo man sich platziert, von oben ausgestoppt wird, von unten ausgestoppt wird. Also breite Seitwärtsbewegung, kein Trend und wir sind in einer breiten Seitwärtsbewegung ohne einen starken Trend. Der DAX geht Ihnen also auf den Senkel. Gibt es da irgendeine Aussicht auf Besserung? Ja, also das bleibt abzuwarten. Also mit Sicherheit habe ich hier keinen heiligen Gral und auch keine Glaskugel, wo die Reise hingeht. Also ich bin selbst im Moment, um nicht zu sagen, etwas ratlos, muss man so sagen. Wir wissen also nicht, wo selbst die Reise hingeht. Also man muss letzten Endes gerade bei solchen Seitwärtsbewegungen die Taktfrequenz erhöhen, das heißt die Drehfrequenz, um wirklich alle Geschäfte umzusetzen, weil irgendwann, früher oder später, wird der DAX einen Trend bringen. Ob das jetzt nach oben oder nach unten ist, das sei mal dahingestellt. Aber dennoch muss man versuchen, vorzeitig den Fuß im Markt zu bekommen. Und ich tendiere im Moment weiterhin zu aufsteigenden Kursen, weil wir einfach keine Tiefs haben und das Wochensignal noch weiterhin intakt ist. Gut, dann schauen wir mal auf einen Chart, der hoffentlich ein bisschen besser aussieht. Bayer hat ja gestern Zahlen vorgelegt. Die Anleger zumindest haben sich gefreut. Freuen Sie sich auch? Ja, gut. Also bei den Aktien muss man dann natürlich auch etwas genauer hinschauen. Die sind im Grunde genommen auch etwas einfacher zu handeln, bringen zumindest mal einen Trend, wenn man gute Aktien rausgefiltert hat. Das haben wir ja auch öfters hier beim deutschen Anlegerfernsehen, wo ich die eine oder andere Aktie mal analysiere. Bei der Bayer ist es jetzt im Moment so, dadurch, dass sie natürlich beim DAX gelistet ist, befinden wir uns hier im Moment bei einem Widerstand, wo wir gerade einen Doppeltop markieren. Das heißt, die Widerstandsmarke liegt knapp bei 76,28. Jetzt muss man natürlich mal abwarten, ob diese Marke signifikant und weiterhin auch rausgenommen wird, um den Trend weiterhin auszudehnen. Wir sehen aber auch im unteren Chartbild, das ist ein Oszillator, der diese Seitwärtsbewegung misst, dass wir im Moment wieder überkauft sind. Von daher brauchen wir unbedingt einen Hochpunkt über die 76,28, um den Trend aufzunehmen. Gelingt das die Bayer-Aktie nicht, dann könnte es schon zumindest für die nächste Zeit schon das Hoch gewesen sein.
Dann machen wir weiter mit der Telekom. Auch hier gab es Zahlen gestern. Ein Verlust von 5,3 Milliarden Euro. Die Aktie deutlich unter Druck. Auch heute wieder bei den größten Verlierern mit vertreten. Könnte man vielleicht jetzt einsteigen oder ist es noch zu gefährlich? Auf gar keinen Fall. Also Deutsche Telekom und Commerzbank sind für mich Kandidaten im DAX, die im Moment in keinem Depot gehören. Erstens, die Deutsche Bank seit fast 10 Jahren in einer Seitwärtsbewegung. Ich kann mich also noch sehr, sehr gut daran erinnern, als der große Hype um die Deutsche Telekom war. Viele haben sie noch mit Sicherheit irgendwo im Depot. Aber egal was ist, Deutsche Telekom ist für mich kein Favorit, der in ein Depot gehört, weil einfach der DAX im Moment bei einem fast Allzeithoch ist und die Deutsche Telekom im Moment noch fast bei seinem Allzeittief sich bewegt. Also es kann durchaus sein, dass die Aktie vielleicht mal wieder auf 9, 10, 11 Euro hochläuft, aber als Trendaktie, wo ich sage, ja, die muss man haben, da könnte vielleicht viel Bewegung kommen. Ganz im Gegenteil, wir haben sogar im unteren Bereich jetzt die Marke um 8,18 Euro nach unten getestet und wenn die jetzt kommende Woche nicht mehr ausgenommen wird, also das heißt wieder erobert wird, dann sehe ich hier noch Kurse bis in den Bereich bei 7,60 Euro. Also Finger weg von der Commerzbank, Finger weg von der Telekom. Machen wir weiter mit der Deutschen Bank. Auch die musste diese Woche ja eigentlich ordentlich was einstecken. Erst die Italienwahl, dann noch heute eine Analystenabstufung. Gibt es jetzt möglicherweise von Ihnen auch noch was auf den Deckel für die Aktie? Ja, also schauen wir uns mal am besten die Aktie an. Also im Grunde genommen sind natürlich die ganzen Finanztitel die Kandidaten, die am ersten praktisch eins aufs Dach bekommen, wenn der DAX sich bewegt. Wir sehen also auch hier, dass zumindest die Deutsche Bank unterhalb der Wolke arbeitet, was jetzt im Moment noch weiterhin negativ ist. Es gibt auch noch die klassische Chartformation, die ich ja hier einbinde in meinen Charts. Das heißt, wir haben sogar mit dem letzten Hochpunkt die rechte Schulter ausgebildet. Das sieht also im Moment nicht gut aus und signalisiert eher im Moment, dass wir auch hier mit der Deutschen Bank möglicherweise noch mal ein paar Tiefs sehen werden, bevor letzten Endes wieder hier ein starker Trend entsteht. Wobei ich auch bei der Deutschen Telekom sagen muss, also ich mag bezweifeln, dass wir hier die Deutsche Bank irgendwo in Richtung 50, 60 Euro jemals noch mal sehen werden, sondern dass wir uns einfach hier in diesem Niveau irgendwo bewegen werden. Auch das natürlich mit der Grund, der DAX befindet sich auf einem Allzeithoch und die Deutsche Bank hat im Moment weiterhin über 70% abgegeben und kommt einfach nicht vom Fleck. Sami Bojadan von Wolkentrader.de, danke für Ihre Analyse. Besten Dank, Frau Oltersdorf. Denn wir schauen noch mal ganz kurz auf den DAX. Wir sind fast schon am Ende der Sendung. Hier noch mal der Tagesverlauf. Wir sind relativ unverändert heute gestartet. Sie sehen es, da ging es doch deutlich abwärts für den DAX. Im Tief lagen wir bei 7.628 Zählern. Jetzt zum Tagesschluss hat der DAX sich noch ein bisschen berappelt. Dennoch ein Minus von 0,4%, 7.708. Der letzte Stand hier beim DAX in dieser Woche. Und ich verabschiede mich von Ihnen, wünsche Ihnen einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Bis Montag.